Facebook zurzeit sehr aktiv. Diese Woche war man auf Shopping-Tour. Die Fotoplattform Instagram wurde mal eben für 1 Milliarde geschluckt. Aber es kommt ja bald frisches Geld mit dem Börsengang rein. Ich glaube, im Mai soll das über die Bühne gehen. Und um gute Stimmung zu machen, geht Facebook ja jetzt ja auch ein Stück auf die Kritiker zu. Vorhin schon mal gesagt, letztes Jahr Big Brother Award an Facebook. Facebook-Nutzer sollen bald einen besseren Überblick bekommen, welche Daten das weltgrößte Online-Netzwerk über sie gespeichert hat. Wer die Einsicht in seine Profildaten beantrage, der erhalte künftig unter anderem auch Informationen zu Freundschaftsanfragen, Beziehungsstatus inklusive älterer Angaben, Mobiltelefonnummern, Wohnorten und IP-Adressen der Computer, von denen man sich eingeloggt habe. Das kündigte das US-Unternehmen gestern in einer Pressemitteilung an. Unklar ist allerdings, wann genau diese Neuerung in den einzelnen Ländern startet. Und zur Umsetzung der Neuerung teilte Facebook nur mit, ja, das solle schrittweise weltweit erfolgen. Wir sind bei der nächsten Kategorie, Arbeitswelt. Die Laudatio hält Professor Peter Wedde von der Europäischen Akademie der Arbeit an der Universität Frankfurt am Main. Herzlich willkommen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Big Brother Award 2012 in der Kategorie Arbeitswelt geht an die Firma Bofrost Dienstleistungs GmbH und Co. KG. Das Unternehmen Bofrost erhält den Preis, weil es ungeniert auf eine gesetzlich geschützte Datei von Betriebsräten zugegriffen hat. Bofrost scheint bezüglich der festgestellten Rechtsverstöße frei von Schuldbewusstsein zu sein und trieb verloren gegangene arbeitsgerichtliche Verfahren in die Berufungsinstanz weiter. Auf seiner Internetseite erklärt Bofrost zur Firma ganz allgemein, dass das Unternehmen als Arbeitgeber pragmatisch, partnerschaftlich, sicher und unternehmerisch handle. Diesen pragmatischen, partnerschaftlichen Pragmatismus bekam ein Betriebsrat des Unternehmens zu spüren. Ein Betriebsratsmitglied wurde beschuldigt, in dem Unternehmen während der Arbeitszeit unzulässig eine Stellungnahme verfasst zu haben. Diese Stellungnahme sollte gekündigten Beschäftigten helfen und wurde per E-Mail vom Betriebsratsrechner an deren Rechtssekretärin versandt. Im Rahmen der Kündigungsschutzverfahren der gekündigten Mitarbeiter erfuhr Bofrost von dieser E-Mail. Das Unternehmen wollte daraufhin vom Betriebsrat wissen, wer die Stellungnahme verfasst habe und wer sie versendet habe. Als der Betriebsrat sich weigerte, das zu beantworten, wertete Bofrost die entsprechenden Daten des Betriebsrats ohne dessen tatsächliche Kenntnis aus. Das sei durch eine Rahmenbetriebsvereinbarung gedeckt, sagte das Unternehmen. Weiterhin habe man den Betriebsrat rechtzeitig vom geplanten Zugriff unterrichtet und um Erteilung seiner Zustimmung zur Ausforschung gebeten. So einfach kann Datenspionage in einem demokratischen Rechtsstaat sein. Der Betriebsrat sah das natürlich naturgemäß anders und hat der verlangten Einsichtnahme zum einen nicht zugestimmt und zum anderen widersprochen. Die daraufhin ohne tatsächliche Kenntnis des Betriebsrats gewonnenen Feststellungen des Unternehmens hatten Folgen. Ein Betriebsratsmitglied erhielt eine außerordentliche Kündigung. Diese begründete der Arbeitgeber damit, dass das Schreiben einer solchen Stellungnahme nicht zu den Aufgaben eines Betriebsrats gehört. Der Mitarbeiter habe deshalb Arbeitszeitbetrug begangen. Das Vorgehen von Bofrost hat zu einer Reihe von Arbeitsgerichtsverfahren geführt, die das Unternehmen alle verloren hat. Das zuständige Arbeitsgericht Wesel hat beispielsweise die Kündigung des Betriebsratsmitglieds für unzulässig erklärt. In weiteren Verfahren hat dieses Arbeitsgericht Bofrost grundsätzlich verboten, Einsicht in die elektronischen Dateien des Betriebsrats zu nehmen. Die Entscheidung des Arbeitsgerichts war eine juristische Ohrfeige für Bofrost. Sie haben den Tiefkühlhersteller allerdings nicht davon abgehalten, die nächste Instanz des Landesarbeitsgerichts anzurufen. Dieses hat die Ohrfeige am 7. März dieses Jahres wiederholt und die Einsichtnahme in Dateien des Betriebsrats in letzter Instanz für unzulässig erklärt. Dass das Unternehmen verständlichen und gerichtlich bestätigten juristischen Argumenten nicht zugänglich ist, wird an einem weiteren Fall deutlich. Betriebsräte bei Bofrost stellten fest, dass auf ihren Rechnern plötzlich eine Fernsteuerungssoftware zu finden war. Diese war von Bofrost installiert worden und ermöglichte aus technischer Sicht den unbemerkten Zugriff auf Betriebsratsdaten. Mit der gesetzlich vorgeschriebenen vorherigen Informationspflicht und dem notwendigen Mitbestimmungsverfahren hat sich das Unternehmen gar nicht erst aufgehalten. Die Installation der Software war damit rechtswidrig. Immerhin, nachdem der Sachverhalt bekannt geworden war, wurde das Programm deinstalliert.
Das Verhalten von Bofrost weist darauf hin, dass die Rechte von Betriebsräten für das Unternehmen keine der auf der Homepage genannten erwünschten Qualitätsmerkmale sind. Man scheint bei Bofrost die zahlreichen Datenschutzskandale der letzten Jahre, genannt seien hier exemplarisch Lidl oder Daimler AG, die letztes Jahr den Big Brother Award erhalten haben, und die hierdurch ausgelösten Debatten zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmern vollständig verschlafen zu haben. Befanden sich die Verantwortlichen während dieser Zeit vielleicht in einer Art Kälteschlafkammer? Bofrost, Lidl und die anderen sind kein Einzelfall. Der BBA-Jury lagen in diesem Jahr noch mehrere ähnlich gelagerte Fälle vor. Auch aus der Praxis berichten Betriebsräte immer wieder von unzulässigen Kontrollen und Ausforschungen, bei denen von Arbeitgebern auf vorhandene Daten zurückgegriffen wird. Dass solche Datenschutzskandale immer mal wieder Schlagzeilen machen, scheinen Arbeitgeber in keiner Weise zu fürchten. Aber es könnte noch viel schlimmer kommen, nämlich dann, wenn die Regierungskoalition in Berlin ihren Entwurf eines Beschäftigten-Datenschutzgesetzes verabschiedet. Ich setze das mal ganz bewusst in gedachte Anführungszeichen. Dieses Gesetz wird nämlich Beschäftigten und Betriebsräten nicht etwa besser als bisher, wird die Beschäftigten und Betriebsräte nicht besser als bisher vor Festplattenschnüffeleien ihrer Arbeitgeber schützen. Stattdessen eröffnet dieses Gesetz, wenn es denn verabschiedet wird, Unternehmern und Arbeitgebern Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten, die weit über das heute gesetzlich Zulässige hinausgehen. Durch das neue Gesetz würden viele der Datenschutzverstöße aus der Vergangenheit nachträglich legitimiert oder in Zukunft einfach zulässig sein. Insbesondere die Ausforschungsmöglichkeiten beim Verdacht auf Pflichtverstöße und Straftaten sollen sogar noch ausgebaut werden. Der neue Entwurf schützt damit nicht die Beschäftigten, wie der Name suggeriert, sondern nur die Interessen der Unternehmer und Arbeitgeber. Das Beschäftigtendatenschutzgesetz müsste deshalb eigentlich B aus RLG heißen oder auch lang gesprochen Beschäftigtenausspionierungserlaubnisgesetz. Mal schauen, wie es dann wirklich heißt. Das Betriebsverfassungsgesetz, und das ist die gute Nachricht, bleibt hingegen von diesen Neuerungen unberührt. Bofrost darf damit auch in Zukunft die Daten von Betriebsräten nicht heimlich ausforschen. Ein solches Vorgehen ist heute unzulässig und bleibt es auch in Zukunft. Wir können Bofrost nur raten, die eigenen Rechtskenntnisse schnell aufzufrischen, das Gelernte unverzüglich umzusetzen, bevor von einem Arbeitsgericht die nächste kalte Dusche kommt. Wer so handelt wie Bofrost, verfehlt das im eigenen Internetauftritt propagierte Ziel, einer der beliebtesten Arbeitgeber in Europa zu werden, mit Sicherheit. Ich weiß, dass Bofrost den Preis angemessen würdigen wird. Deshalb noch einmal herzlichen Glückwunsch, Bofrost. Applaus